ich möchte nicht mehr, dass du auf meinen Hof kommst und hier meine Mitarbeiter zu einem Auto rufst. Es gibt ja noch ein anderes Problem. Ich sage, was ist denn jetzt? Im Endeffekt habe ich eben den Kostenvoranschlag bekommen. Was schätzt du denn? Da liegt es gar nicht so verkehrt. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ahmed Sharif und ich hoffe, euch allen geht's gut. Leider spielt das Wetter heute nicht so mit. Aus diesem Grund sitze ich jetzt mal wieder hier im Autohaus, im Showroom und erzähle ein bisschen im Sitzen, ne? Ja. Erik ist auch wieder mit am Start. Zuallererst erstmal vielen Dank, dass ihr das letzte Video so stark geliked habt und auch kommentiert habt. Das hatte ich ja mal so angeteasert, dass es noch ein bisschen mehr werden könnte. 2-3 Kommentare sind mir besonders aufgefallen. Es geht da um den M4, um den sehr schicken BMW M4 mit 34.000 gelaufen. Da sind ein paar Kommentare gekommen von wegen im Kundenauftrag verkaufen. Dass man mir unterstellen könnte, dass ich die Gewährleistung umgehen möchte. Also zuallererst, man will da gar nichts umgehen. Er ist aber nun mal einfach Fakt, wenn dieses Fahrzeug für mich als Händler nicht so rentabel ist, warum soll ich es dann mit meinem Geld, mit meinem Kapital vorfinanzieren, kaufen und mir hinstellen, wenn ich am Ende oder wenn ich schon vorher weiß, es ist nicht so rentabel bei der Größenordnung. Wenn ich aber dann die Möglichkeit bekomme, dieses Fahrzeug hier verkaufen zu dürfen, ohne dass ich etwas investieren muss, dann hat das absolut nichts damit zu tun, dass man hier irgendetwas umgehen möchte. Wenn im äußersten Fall, wenn jemand das Fahrzeug kaufen möchte und darauf besteht, es von mir als Händler kaufen zu wollen, dann muss man natürlich darüber nochmal verhandeln. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Fakt ist, der Sachverhalt ist so, wie er ist. Wird im Kundenauftrag angeboten, einfach nur aus dem Grund, dass ich es nicht kaufen wollte. Schon, gerne, irgendwie schon, aber es ist nicht rentabel für mich. Also machen wir jetzt einfach so und fertig. Also ist doch ein ganz normales, umgängliches Geschäftsmodell. Also das ist jetzt nichts, hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Golf 4, der schon 200.000 gelaufen hat, dass man damit die Gewährleistung umgehen möchte, auf gar keinen Fall. Ne? Das ist ein richtig seriöses, ehrliches und vernünftiges Auto. Ja, aber es geht natürlich immer weiter bei uns. Freunde, kurzer Einwand. Wir haben mittlerweile eine eigene Homepage. Da haben wir auch unter anderem ein Ankaufformular für Gebrauchtfahrzeuge oder halt auch Neufahrzeuge, sollte es so der Fall sein. Wenn ihr quasi ein Fahrzeug verkaufen möchtet oder jemanden kennt, könnt ihr es gerne darüber anbieten. Wenn es passt, kommen wir da zusammen. Ansonsten weiterschauen und reingehauen. Ja, jetzt gerade ganz aktuell. Polo 6R verkauft. Das Fahrzeug hat rundum neue Bremsen bekommen. Leider hat sich herausgestellt, jetzt so nach knapp 2 Monaten, ein Bremssattel vorne links ist fest. Beziehungsweise defekt, ist nicht mehr so gängig und hat dadurch natürlich auch die Bremsscheibe natürlich auch geschädigt. Ne? Die ist halt heiß gelaufen. So, dann haben wir halt gesprochen, ich sagte, ja, ist kein Problem, ich hole das Fahrzeug ab, ich kümmere mich drum. Dann meinte sie, nee, eigentlich ungern, weil ich jetzt auf das Fahrzeug angewiesen bin. Ich würde das gerne hier bei mir vor Ort machen in der Werkstatt. Also es ist ungefähr eine Stunde Fahrt von uns entfernt, eine Dreiviertelstunde. Dann meinte sie, ja gut, kein Problem, aber ich glaube, das wird nichts von den Kosten her, beziehungsweise von der Werkstatt und so weiter und so fort. Dann meinte sie so, pass auf, ich lasse das bei meiner Werkstatt machen, ich übernehme die Arbeitszeit und du das Material. Ich sage, okay, das ist ein Kompromiss, aber bitte, ich verlasse mich darauf, dass es halt seriös ist, sage ich mal. Ne? Im Endeffekt habe ich eben den Kostenvoranschlag bekommen. Was schätzt du denn? Bremsscheibenbeläge vorne neu plus ein Bremssattel. Ich weiß, du bist da nicht zum Thema drin, aber denk dir einfach mal eine Zahl aus. 500 Euro bis, keine Ahnung, 700 irgendwie. Da liegt es gar nicht so verkehrt. 719,44 Euro. Für einen Bremssattel, 2 Bremsscheiben und die Beläge vorne. Gut, da habe ich dann ganz klar gesagt, ich hole das Fahrzeug ab. Weil über 700 Euro kann ich ja nicht einfach quasi nachzahlen. Ne? Geht einfach nicht. Dann meinte ich ja, warum denn nicht? Das sind doch du, ich bezahle auch den Arbeitslohn und du das Material, das doch schon entgegenkommt. Ich sage, ja, aber das sind ja fast 10% des Kaufpreises vom Fahrzeug. Fast 10% kann ich ja jetzt nicht für die Bremse nochmal nachinvestieren. Wir kriegen die halt günstiger. Als Händler, als Werkstatt kriegt man die Sachen günstiger und die verkaufen sie mir, wie wenn sie einen Endverbraucher die verkaufen. Ne? Und das sehe ich halt nicht ein. Ja, da fahren wir lieber hin, Abschleppwagen, holen das Fahrzeug ab und reparieren es, stellen ihnen sogar noch einen Ersatzwagen. Ja, eine andere sehr interessante Geschichte, die Mercedes C-Klasse Kombi. Das Fahrzeug, was der ältere Herr gekauft hat, der uns auch den A6 hier dann stehen gelassen hat.
Ja, der war irgendwie eines Tages wieder da. Der war nicht so ganz begeistert von den Reifen vorne, weil die ja immer so durchgedreht sind, was dann auch natürlich herausgestellt hat, dass das Fahrzeug Heckantrieb hat, dass das schon mal passieren kann, gerade wenn es zu kalt ist und gerade wenn man dann noch mit Sommerreifen fahren möchte. Reifen sind so okay, ne? Kann man vielleicht noch diesen Sommer fahren, aber dann müssen noch neue drauf. Und dann hatte ich halt mit ihm irgendwie so abgesprochen, dass er neue Sommerreifen ordert und ich sie ihm quasi dann kostenlos montiere. Dann stand er auf jeden Fall wieder hier und ich wusste davon nichts. Frühs morgens kriege dann irgendwann eine Nachricht von Jonas, ja, tut mir leid, dass ich das Auto beschädigt habe und hier und das. Ich sage, hä, von wem denn? Er hat erstmal so einen komischen Namen geschrieben. Ja, von dem Ich sage, nein, das kann doch nicht wahr sein. Das am frühen Morgen. Und ich denke, das ist jetzt die reinste Katastrophe, ne? Ich komme dann hierher und die waren da schon am Polieren, am Machen und Tun. Gehe da hin und ich hatte wirklich schlechte Laune, Alter. Ich hatte dann wirklich schlechte Laune, weil er hat wieder jemanden zum Auto gerufen. Er hat genau vorne vom Gebäude geparkt und hat Jonas gerufen, dass er ihm das Navigationssystem einstellen soll. Und ich habe ihm letztes Mal schon gesagt, dass wenn irgendetwas ist, dass er zu mir kommen soll. Egal was ist, er soll zu mir kommen. Er hatte dich ja schon zweimal gerufen wegen Freisprech und Navigationssystem, ne? Jonas schon zwei, dreimal. Ich habe gesagt, lass das bitte, komm bitte einfach zu mir. Ich bin auch so Mercedes gefahren, ich weiß das eher und die beiden sind dafür nicht zuständig. Jonas, da wollten sie irgendwas im Motorraum gucken, was die nachgucken wollten, weiß ich gar nicht mehr. Jonas ist von der Bremse gegangen, Auto rollt vorwärts gegen die Wand. Dann ging natürlich das Theater los, ne? Im Endeffekt kam ich halt dazu, da haben die ja schon poliert und geschliffen oder ich weiß nicht, was die ja genau gemacht haben. Da waren da wirklich zwei minimale Kratzer im Klarlack. Alle stehen so vor dem Auto. Ich sage, was ist denn jetzt? Ja, Die wussten alle irgendwie nicht so richtig weiter. Ich dann, ist ja auch egal, was jetzt ist. Wir müssen weiterarbeiten. Na, Jonas, komm, hier, das Auto muss zum TÜV. Da müssen wir das machen, dies, das, jenes. Dann bin ich wieder zu dem netten Herrn gegangen. Ich habe gesagt, ja, warum bist du denn so? Ich sage, warum bin ich denn so? Ich habe dir letztes Mal schon gesagt, wenn irgendwas ist, kommst du zu mir. Was hat denn Jonas bei deinem Auto verloren? Ja, der hat es ja nur gut gemeint. Ich sage, der meint es immer gut, das weiß ich auch. Aber trotzdem, ich hab extra besprochen, dass wenn irgendetwas ist, dass wir beide das machen. Ja, und hier, und ich wusste ja, ne, ich wusste, wie penibel und pingelig er ist, dass er jetzt darauf rumreiten wird. Ne? Und klar hat er natürlich dann auch gleich gesagt, das Auto ist irgendwie vorne verschoben. Da habe ich dann echt, habe ich mich ein bisschen beruhigt, da habe ich gesagt, pass auf, wegen der Reifen, was machen wir da? Ich sage, pass auf, ich kann dir für den und den Preis Reifen anbieten. Ich sage, du kannst doch gerne selber welche besorgen, ich montiere dir kostenlos. Ja, im Endeffekt hat er dann irgendwie zwei Reifen günstiger besorgen können, selber, wollte aber noch wissen, was mit dem Kratzer ist und hat dann auch mir so eine Nachricht geschrieben. Ich meinte dann einfach nur, pass auf, hier, ich übernehme das mit der Reifenmontage, das werden wir aber nicht machen. Ich sage, und er hat ja noch gefragt, ob wir irgendwie versichert sind. Dann meinte ich so, pass auf, ich will mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Ich übernehme die zwei Sachen. Ich will aber von dir nichts mehr hören. Ich möchte nicht mehr, dass du auf meinen Hof kommst und hier meine Mitarbeiter zu deinem Auto rufst. Wenn irgendwas ist, natürlich müssen wir der Sache nachgehen. Aber wenn nichts ist, möchte ich bitte nicht mehr so sinnfrei, ne? Dann soll er zu Mercedes fahren. Ich habe auch gesagt, du fährst doch sowieso immer zu Mercedes wieder im Nachhinein. Und die sagen dir wieder was anderes und dann sagst du, ich würde dir was anderes sagen. Ich sage, dann geh doch gleich dahin. Ich sage, pass auf, ich bezahle die Reifenmontage. Ich will damit nichts mehr zu tun haben mit dem Auto. Ich werde es auch extern machen lassen. Und den Kratzer werden wir auch beheben lassen. Und dann ist gut. Wenn es ein bisschen wärmer wird, gucken wir uns das nochmal an. Und ansonsten geht das zum Lackierer. Dann war er auch pissig. Ne? Er sagte, ja, ich habe ein Auto von dir gekauft. Und ich habe das auch sofort bezahlt. Und so schnell bezahlt. Und jetzt bist du so zu mir. Und das geht gar nicht, ich hab auf dich vertraut und hin und her und das und jenes. Und jedes Mal hast du schlechte Laune. Da habe ich gesagt, pass auf, du kommst ja auch jedes Mal und willst doch mal mitarbeiten an irgendetwas. Irgendwas quietscht da, irgendwas rutscht da. Ich sage, irgendwo hört es auch auf. Ich sage, da quietscht nichts und da rutscht nichts. Das ist normal, die Reifen sind nicht mehr die besten. Und wir haben Minusgrade, da fährt man nicht mit Sommerreifen rum. So kannst du die Reifen durchdrehen. Ja, und hier und das. Das war noch so ein komisches Hin und Her. Auf jeden Fall haben sich dann die Gemüter beruhigt. Da habe ich gesagt, pass auf, ist alles gut, mein Lieber.
ich übernehme die Montage, ich habe dir auch schon einen Termin gemacht in der Werkstatt und du kannst zum Lackierer fahren, der guckt dich das auch an und macht dann einen Preis und ich nehme die Sachen dann in Angriff. Das Lustige ist, er kam den einen Tag wieder hier rein. Ahmed, ruhig bleiben. Hast du gute Laune? Ruhig bleiben. Bitte nicht wütend werden. Zwei Sachen. Ich sage, okay, was denn? Ja, da quietscht was. Ich sage, okay, lass uns das mal direkt anhören. Haben wir geguckt. Das hat so wirklich so ein Gummigeräusch gemacht. Ne? So ein Gummi, quietschendes Gummi, ne? Wenn man komplett eingeschlagen hat. Ich sage, ey, wir haben es 3 Grad. Das Gummi ist kalt. Das ist so normal, dass es quietscht. Zähl aber auf. Ne? Ja, hast du gar nicht mehr so kalt. Ich sage, doch, es ist kalt. Die letzten Tage war es auch kalt. Ja, okay, dann noch eine andere Sache. Wie wieder im Büro. Es gibt da noch ein anderes Problem. Ich sage, was ist denn jetzt? Und ich habe wirklich gedacht, jetzt ist irgendwas Schlimmes. So, ne? Er legt mir einen Zettel hin und zeigt mir von Wir kaufen dein Auto eine Bewertung für dieses Fahrzeug von 14.500 Euro. Ich sage, was willst du jetzt damit sagen? Ja, so viel ist das Auto wert. Ich sage, willst du mich gerade verarschen? Ich sage, du sagst, ich soll nicht sauer werden, aber da wird man doch sauer. Ich sage, Wir kaufen dein Auto sind A, selber Händler, um es so zu sagen, und B, die zahlen sowieso die schlechtesten Preise, aktuell wieder. Die haben wirklich vor einem Jahr haben die wirklich gute Preise bezahlt. Muss ich wirklich sagen, vor einem Jahr haben die wirklich gute Preise bezahlt. Aber in den letzten Wochen und Monaten ist das unter aller Sau, was die den Leuten bieten. Ich sage, danach richtest du dich? Ich sage, danach, nach diesen Preisen richtest du dich, was die dir bieten? Da, jetzt denkst du, das Auto ist so viel wert? Ich sage, jetzt hört irgendwo der Spaß auf. Ich sage, komm. Ich sage, pass auf, vor deinen Augen, du bist ja noch ganz fit, er ist ja wirklich fit, ne, für seine 83, 84 Jahre alt. Ich sage, bitteschön, das hier ist mobile. Ich sage, ich mache die Seite auf, ich gebe ein, Mercedes C-Klasse. Ich habe nicht mal eingegrenzt auf C180, ne? Sondern nur auf C-Klasse. Das heißt, wenn ich es eingrenze auf C180, dann fallen C200 und alle weiteren Modelle raus. Somit werden das weniger Fahrzeuge und somit ist halt die Tendenz höher, dass es halt teurer ist, ne? Klar. Weniger Vergleiche, höhere Preise. Ich gebe ein C-Klasse, bis 100.000 Kilometer gelaufen, ab 2014 Benziner Kombi. Bam, geht ab 19.500 Euro los. Ich habe selber 19.000 Euro für das Auto bezahlt. Ich sage, wenn du willst, ich zeige dir nochmal den Beleg. Ja, hast du wirklich gesagt? Ich sage, ja, habe ich. Willst du es sehen? Nein, nein, ich glaube dir. Ich sage, ich zeige dir das gerne. Ich suche die Rechnung raus und zeige sie dir. Ich sage, aber hör auf, hier irgendwie so einen Schluss zu erzählen. Ja, okay, alles gut, dann hat sich das erledigt. Ich habe den Zettel genommen und zerrissen und weggeschmissen. Alter Schwede. Das kannst du keinem erzählen. Nee. Es ging ja nicht mal darum, dass er jetzt irgendwie gesagt hat, ich will Geld zurück. Aber er hat sich einfach, glaube ich, von Anfang an, seit dem Kauf, hat er das Gefühl gehabt, dass er zu viel bezahlt hat, beziehungsweise dass er einen Fehler gemacht hat. Ja? Der hat eine richtig schicke C-Klasse bekommen. Also wirklich richtig schick. Ich glaube sogar erste Hand, schick gepflegt bei Mercedes. Schwarz, AMG-Felgen drauf, LED-Scheinwerfer, Teilleder, Navigationssystem, eigentlich alles, was man braucht. Head-Up-Display, schwenkbare Anhängerkupplung, elektrische Heckklappe. Ja. Halt Schaltgetriebe, aber das wollte er auch. Ne? Aber ansonsten, mega schick. Winterreifen auf Alufelgen sind auch noch dabei. Ne? Wollte er aber nicht drauf machen. Er wollte auf die Sommerreifen durchfahren. Ja, Lackierer hat auch schon Kostenvoranschlag gegeben von 180 Euro, da werde ich erstmal noch einen Vergleich machen, also werde ich mich ein bisschen umschauen. Dann werden wir das auf ihn machen und dann ist die Sache gut. So viel dazu. Ne? Hab da ein bisschen Background, Hintergrundgeschichten wieder mitbekommen, also auf diese Art und Weise. Ja, hoffen wir, dass die Tage das Wetter besser wird und nächste Woche besuchen wir auch mal meinen Händlerkollegen, ne? Der hatte so 1-2 schöne Fahrzeuge, die wir uns gemeinsam anschauen möchten. Ja, an dieser Stelle auf jeden Fall danke fürs Liken, danke fürs Abonnieren, danke für den Support. Bleibt alle gesund, trinkt viel Wasser und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dann. Bist du fertig?